Ihr wolltet schon immer der ganzen Welt zeigen, wie ihr in FIFA einen absoluten Loser platt macht. Dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream hier auf der NBW Oberliga YouTube-Seite. So, ich mache noch ein Musikstück an. Mal sehen, ob ich da noch irgendwas finde, was wir hier ein bisschen laufen lassen können. Ja, das kann man doch so laufen lassen. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu laut. Für mich gerade schon. Ich mache es ein bisschen leiser. So, und dann ab in den Chat. Herzlich willkommen. Schön, dass schon ein paar Leute mitgeschrieben haben. Ich denke, ihr habt das Grundkonzept bereits verstanden, was heute passieren soll. Und ihr seht es ja jetzt auch schon hier auf der Seite. Wir zocken heute eine Runde FIFA. Und zwar folgendermaßen, ihr wisst es ja, momentan Ausgehverbot, beziehungsweise aktuell ist es ja noch eher eine, ja, Bitte der Regierung, dass man zu Hause bleiben soll. Und von allen Seiten hört man, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause. Und da schließen wir uns an, bleibt zu Hause, Freunde. Setzt euch zu Hause vor die Konsole, beziehungsweise heute vor den PC. Und spielt mit mir eine Runde FIFA 20. Ganz ungezwungen, wir machen ein paar Games. So, der liebe Patte übernimmt das Social Media ab jetzt im Chat. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt an die NBW Oberliga, könnt ihr sie einfach in den Chat reinhauen. Die meisten Sachen werden von ihm dann moderiert. Ein paar Sachen werde ich beantworten. Ich muss mich ja auch noch aufs FIFA-Spielen konzentrieren. Schauen wir mal, wie das Ganze dann laufen wird. So, der Ahmed, der schreibt, der spielt beim FC Esslingen die nächsten Jahre und spielt dann in der Oberliga. Ich komme tatsächlich jetzt aus Esslingen. Ich bin hierher gezogen. Habe jetzt eine tiefe Verbindung mit Esslingen. Bin auch Stadionsprecher beim American Football Team. Den Esslingen Raccoons. Esslingen, also meine City. Also Grüße gehen an dich raus, Ahmed. Ich bin bereit zu gewinnen, schreibt Real Madrid. Ich kann mir vorstellen, welches Team du nimmst. So, und alle, die jetzt im Chat sind und Bock haben zu zocken, spitzen mal die Ohren auf. Und zwar erkläre ich, wie das heute folgend ablaufen wird. Und zwar folgendermaßen. Wir spielen FIFA 20, also FIFA 19, FIFA 18 Spieler sind leider raus, aber die meisten von euch werden ja auf dem neuesten Teil sein. Dann spielen wir auf dem PC. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir hier auch das Ganze nebenher noch streamen. Das heißt, wir machen alles an einer Maschine. Heißt, alles über den PC, PS4 und Xbox 360 Spieler kann ich leider nicht berücksichtigen. Es tut mir wirklich leid, aber die können ja immer noch zuschauen. Genau, wir spielen 1 gegen 1 Matches. Und was ihr dafür tun müsst, ist euren Origin-Account, also den Namen eures Origin-Kontos, wie ich euch finden kann, einfach in den Chat posten. Ich suche mir dann jemanden raus, adde ihn als Freund und dann zocken wir eine Runde. Der Jonas will auf jeden Fall das 1 gegen 1 und schreibt dann auch gleich, komm schon. Hi, kennst du Christoph Werner? Sagt Pascal Werner. Nee, sagt mir leider nichts. Wird wahrscheinlich einer der Jungs sein, die bei uns in der Oberliga kicken. Genau, nehmt einfach euer Origin-Konto, den Kontonamen und schreibt den hier in den Chat. Dann werde ich jemanden adden und dann machen wir dann auch die erste Partie. Wir spielen ganz normal ohne die House-Rule-Sachen, sondern ganz normal, ich glaube 6 Minuten. Ist eine gute Zeit. Und da kommen die ersten rein. Schön. Können wir nachher dann auch gleich beginnen. Ich werde mir da dann einen raussuchen. Super, super, super. Da geht's richtig ab. Aber wieso PC? Das liegt daran, dass wir auch den Stream hier machen müssen. Und das läuft alles über eine Maschine. Ich bin ja auch im Homeoffice. Also ihr seht mich gerade praktisch so privat wie möglich. Ich bin bei mir daheim. In meinem Setup. Ich bin ja selber auch Streamer, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Champion Show heiße ich auf YouTube. Könnt gerne ein Abo da lassen. Und auch hier auf dem Stream unbedingt liken. Like den Stream, denn der YouTube-Algorithmus, der ist richtig fies. Der YouTube-Algorithmus, der will, dass ihr ganz viele Likes da lasst. Und dann wird der Stream gut ausgespielt und dann kommen noch mehr Leute rein und dann wird es noch besser. Ich zerstöre den, sagt Real Madrid. Ja, das kann gut sein.
Denn ich habe tatsächlich ewig nicht mehr FIFA gespielt. Ich habe vorhin mal eine Testrunde gemacht gegen die KI auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad und habe verloren. Also ihr merkt schon, ganz so krass bin ich nicht. Und Ultimate Team spiele ich zum Beispiel gar nicht. Bin eher so ein Karrieremodus-Spieler. So, jetzt ist mein Musikstück hier rum. Dann machen wir gerade das nächste an. So, noch ein bisschen Musik laufen. Und ich nehme mir jetzt dann hier den ersten Namen aus dem Chat. Danke schon mal an alle, die mitgemacht haben. Ihr habt dann nachher dann nochmal die Chance. So, ich suche nach dem Namen. Mal sehen, ob es passt. Keine Ergebnisse. Also ich kann schon mal sagen, der gute Real Madrid, ich hatte Lust gegen dich zu spielen. So, dann gehen wir gerade hier zum nächsten Namen. Ich weiß, auf der PlayStation ist beliebter und gibt es wahrscheinlich auch mehr. Haben wir hier noch jemanden, der nicht auf dem PC unterwegs ist? Also nochmal für alle, wir spielen auf dem PC und ich brauche PC Origin Namen von euch. Also geht am besten, macht mal euer FIFA auf und dann öffnet unten rechts euren Origin Store. Und dann könnt ihr mir, unten links steht dann da euer Benutzername und den schreibt ihr mir in den Chat. Ich versuche nochmal jemanden zu finden. Vielleicht hat es ja doch schon jemand korrekt gemacht. So, die habe ich probiert. Die haben nicht funktioniert. Nochmal den gleichen. Chris Jonas Ronaldo. Ja, Chris Jonas Ronaldo würde gerne loslegen. Aber bislang alle Benutzernamen, die ich getestet habe. Nicht für den PC. Haben wir noch einen PC-Spieler im Chat? Traut euch. Ihr habt auf jeden Fall eine Chance. Schwierig wird's nicht, ich verspreche es. Das kriegt ihr hin. Also ich habe früher extrem viel FIFA gespielt, gerade FIFA 16 war ich sehr aktiv, glaube ich 200-300 Stunden reingesteckt. Da habe ich extrem viel gespielt und auch FIFA 17 hatte ich noch einige Stunden, aber das ist in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger geworden, auch durch die Arbeit. Aber FIFA an und für sich bleibt immer eine geile Alternative. Ich habe eine PlayStation doch und ich habe auch FIFA 20 für die PlayStation. Aber das steht ja in einem anderen Raum und kann ich auch nicht abgreifen. Das heißt, wir müssen über den PC spielen. Alle haben nur PS4. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Spielt denn keiner von euch FIFA auf dem PC? Da muss es doch eingeben. Ansonsten müssen wir hier zu krassen Umbaumaßnahmen greifen. Hier hat bestimmt keiner PC mit FIFA. Warum denn nicht? Ist doch ein gutes PC-Spiel. Ist natürlich auch schade, dass es da kein Crossplay gibt. Weil eigentlich, ob man das jetzt auf dem PC oder auf der Konsole spielt, ist ja eigentlich egal. Aber hier jetzt irgendwie Freunde einladen, geht glaube ich nicht. Also direkt über FIFA. Es läuft dann alles über den Origin Store. Umbau, sagt Jonas. Ich gegen dich auf PS4. Also nochmal an alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Wir sind auf dem PC unterwegs und wir brauchen PC-Spieler. Wir hatten jetzt schon ein paar mutige Helden auf der PS4.
Aber wir brauchen das Ganze für den PC. Ansonsten muss ich hier ein bisschen umbauen. Das könnte dann auch eine Weile dauern. Ich hoffe, ihr kommt bislang ganz gut klar mit der Quarantäne und bleibt auch brav zu Hause. Ich habe die Videos gesehen von eurer Challenge, die rumging. Ich habe ja vorhin auch dran teilgenommen. Einmal habe ich geschafft zu jonglieren. Ja, das ist wirklich ein bisschen doof, dass bislang sich keiner für den PC gemeldet hat. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da den ersten finden. Vielleicht grabt doch gerade jemand seinen Rechner aus dem Keller oder fährt ihn noch hoch. Wir haben ja keine Eile. Wir haben heute den ganzen Tag noch Zeit. Wird sich sicherlich noch jemand von euch finden, der es auf dem PC hat. Okay, ich habe jetzt hier nochmal was gesehen. Nee. Ist auch kein Name. Hier sind noch ein paar Sachen gepostet worden, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber die sind auch nicht für den PC. Da waren ja noch einige Einsendungen, die ich gar nicht gefunden habe. Ich habe hier vielleicht was. Was ist denn mit Racer Jonas? Von Sabine Schwaner gepostet. Weil ich habe hier zwei Racer Jonas gefunden. Allerdings Racer Jonas 21 und Berlin Racer Jonas. Sind da jemand von euch dabei? Ja, der Rest im Chat überlegt noch, ob sie irgendwie helfen können. Am Anfang die große Euphorie. Jeder wollte zocken, aber alle haben es nur für PS4. Wobei, auf PS4 könnte ich euch gar nicht helfen, weil ich habe das Online-Abo gar nicht. Also selbst wenn ich die PS4 umbauen würde, könnten wir ja gar nicht zocken, weil man braucht ja dann PS Plus. Habe ich gar nicht. Ich brauche die Blazy auch nur ganz selten. In seltenen Fällen. So, nochmal an euch. Origin-Name. Ab damit in die Kommentare, wenn ihr mitmachen wollt. Euren Origin-Name. Währenddessen mal Google anschmeißen. FIFA 20 gegen PlayStation 4 spielen auf PC. Geht sowas? Oder FIFA 20 Crossplay? Gibt's das? Können die zusammen spielen? Nein, also Crossplay gibt es aktuell nicht. Das heißt, wir brauchen einen PC-Spieler. Geile Mucke. Ja, ist ganz okay. Ich habe einen Freund, der spielt auf dem PC. Ich schreibe ihn mal an. Ja, super. Jonas Waldmann, bleib mal ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben doch genug Zeit. Es wird sich schon noch jemand finden. Kann ich gegen dich spielen? Hast du FIFA auf dem PC?
Dann können wir gegeneinander spielen. Wir suchen aktuell einen FIFA-Spieler auf PC, der Lust hat, gegen mich zu spielen. Alles, was ihr tun müsst, ist dafür, euren Origin-Namen in den Chat zu schreiben. Ich adde euch dann und dann machen wir eine Runde. Wir hatten ein paar Jungs, die gerne gegen mich spielen wollten, allerdings alle auf der PlayZ unterwegs. Und da es kein Crossplay gibt und ich nur den PC zur Verfügung habe, muss das PC-Spiel her. Bin ich jetzt mal gespannt, ob von Nick, der Kumpel, Bock hat zu zocken. Ihr könnt auch gerne eure Mannschaftskameraden mal anschreiben. Schreibt ihn auf Snapchat oder über Insta, WhatsApp. Der Olli wird auch gerne. Du hast es aber auch nur für PS4, oder? Schreibt euren Kumpels, dass wir hier gerade live sind und Spieler für den PC suchen. Vielleicht findet sich ja jemand. Lou Philly, wie sieht's denn aus? Hast du das Spiel für die PlayZ, für die Xbox oder für den PC? Wir suchen PC-Spieler. Genau, der Patte tut's gerade nochmal zusammenfassen. Olli hat auch leider nur PS4. Ja, PS4 wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht können wir da bis zum nächsten Mal was organisieren. Wir wollen auf jeden Fall nächste Woche nochmal so einen Stream machen. Vielleicht lässt sich da bis dahin was machen. Aber heute auf jeden Fall nur PC. Wir brauchen einen PC-Spieler. Und da bin ich auch ganz sicher, da wird sich noch einer finden. Dass es aber so wirklich gar niemand von euch auf PC hat, damit hatte ich nicht gerechnet. Klar, es ist so ein klassisches Spiel für die Konsole. Das ist mir schon bewusst. Ist auch wirklich schade, dass man Cross-Plattform nicht gegeneinander spielen kann. Ja, ich sehe hier die Zahlen hoch und runter gehen bei den Zuschauern. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob da neue Leute dazukommen. Wenn ja, wir suchen immer noch einen Spieler für den PC, einen Gegner für mich, um FIFA 20 zusammen zu zocken. Weil wie gesagt, ich hab's theoretisch auch für die PS4, aber ich habe kein Online-Konto aktuell. Bis jemand am Start ist, kannst du online gegen jemanden spielen. Ja, das könnte ich tatsächlich machen. Es ist nur die Frage, kann man hier auch einfach ein Freundschaftsspiel machen? Füge Freundin zu. Okay, also das geht nur gegen Kumpels. Muss ich dann Saisons machen? Online Mann gegen Mann und reine Aufstellung im Pokal. Wahrscheinlich. Oder zeig mal dein Foot-Team. Ich habe kein Foot-Team. Ich bin tatsächlich kein Ultimate-Team-Spieler. Ich spiele, wenn dann, nur den Karrieremodus. Und in FIFA 20 habe ich auch noch gar keine Stunden reingesteckt. Kaum. Vielleicht 20, 30 oder so auf der PlayStation. Offline. Weil ich in letzter Zeit nicht so viel FIFA gespielt habe. Da habe ich auch eine große Chance für euch gesehen, um mir mal den Hosenboden zu versohlen. Ich würde sagen, dann spielen wir doch einfach mal irgendein Game online. Schauen wir mal. Zocken wir einfach mal so eine Runde. Und der Patte kann euch ja da auch auf dem Laufenden halten. So. Teamtrikot und wechseln.
Ihr seht, Spielersuche, Einstellungen, kann ich da auch, die Mannschaft noch ein bisschen umbauen, weil mit Schöpf will ja kein Mensch spielen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier Schalke als Standard. Das liegt daran, dass ich Schalke-Fan bin. Ich weiß, da mache ich mich auch wieder unbeliebt. Aber für irgendeinen Verein muss man ja sein. Und bei mir ist es eben Schalke durch meinen Vater. Ich weiß, wie gesagt, da mache ich mich nicht unbedingt beliebt, aber ist eben so. So sieht es auch schon deutlich besser aus. Und dann suchen wir einfach mal einen Gegner. Gegner mit ähnlicher Sternewertung und Division werden gesucht. Also Liga 10, noch keine Spiele. Stark. Also hier werden jetzt nur die blutigen Anfänger gesucht. Für euch bleibt weiterhin die Aufgabe, schreibt in die Kommentare euer Origin-Konto, wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, in FIFA 20, und dann können wir auch gegeneinander zocken. Bis dahin zocken wir einfach so ein bisschen. Und dann könnt ihr auch mal sehen, auf welchem Niveau ich mich aktuell bewege, ob das für euch ausreichend ist oder nicht und ob ihr der Meinung seid, ihr könnt mich schlagen. Und dann können wir vielleicht nächste Woche irgendwie mit der Playsee noch was auf die Beine stellen. Aber diese Woche nur die PC-Fassung aktiv. So, und da haben wir einen Gegner gefunden. Schauen wir mal, was geht. Ja, erster Schuss war schon mal gar nichts. Nübel kommt auch jetzt zuerst an den Ball. So, ich mache mal bei mir hier Vollbild. Hab FIFA auch auf PC, aber ich kann meinen Controller nicht mit dem PC verbinden. Warum denn nicht? Du meinst dein PlayStation-Controller? Luke Skywalker ist auch kein Anfänger der dunklen Seite. Ist auch kein Anhänger der dunklen Seite, nur weil sein Vater Darth Vader ist. Bin Dortmunder, das wäre ein schönes Derby. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre sogar Weltklasse, würde ich sagen. Würde richtig Spaß machen, das Derby hier nachzuspielen. Karl, versuch doch mal, deinen Controller irgendwie zum Laufen zu bringen. Man kann ja die PlayStation-Controller auch auf dem PC benutzen. Mit einer Kabelverbindung. Sollte theoretisch gehen. Kannst ja mal checken, ob du es zum Laufen bekommst. Und wenn ja, dann ab mit deinem Origin Konto in die Kommentare und dann zocken wir gegeneinander. Bis dahin, also mein Spiel noch verkleinert. Oh, Pfosten. Der zweite Versuch geht auch nicht rein. Okay, Spiel geladen und los geht's, würde ich sagen. Ui, das ist aber ganz schön leise hier. Ah, da haben wir noch Ton. Ja, die Kabelverbindung geht nicht. Okay, schade. Okay, dann schauen wir mal. Ich kann meine Spieler nicht wechseln. Ja, wo kann ich die Spieler nicht wechseln? Hä? Ich kann gar nicht spielen. Mein Controller geht nicht. Was? Ich kann nichts bewegen. Mein Controller geht nicht. Hä? Hä? Der denkt, ich will mit der Tastatur spielen. Warum denn das? Warum kann ich denn keine Pause machen? Das funktioniert ja gut. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas wechselt. Kann der Ball mal ins Aus gehen? Okay. Kann ich jetzt Pause machen? Wow. Wow. Kann ich hier irgendwo auswählen, welchen Controller ich nehme? Einstellungen.
Controller 1. Hä? Warum geht er denn dann nicht? Also hier funktioniert der Controller just fine. Grundsteuerung. Ist alles auf Controller. Hä? Ey, Sache gibt's. Jetzt geht hier gleich das Spiel weiter. Spielfortsetzung. Aber... ich kann immer noch nicht mit dem Controller agieren. Ich habe jetzt meine Tastatur ausgesteckt. Und der Controller wird immer noch nicht erkannt. Das glaube ich ja nicht. Freunde, was ist denn da los? Was für ein Countdown. Du spielst nicht aktiv das Spiel. Ja, da unten läuft ein Countdown. Ich versuche das Spiel aktiv zu spielen, aber ich habe keine Eingabegeräte. Die Tastatur wird jetzt nicht mehr erkannt, der Controller wird nicht erkannt. Du musst FIFA neu starten. Ja, das merke ich auch. Naja, gut. Ja, aber dadurch, dass ich die Tastatur ausgesteckt habe, wird die gerade nicht mehr erkannt. Du musstest das Spiel wegen Inaktivität aufgeben. Beenden. One FIFA fragt, können wir gegeneinander spielen? Ja, wir können gegeneinander spielen. Ihr müsst einfach dafür euren Origin-Account unten reinschreiben in die Kommentare. Wir spielen auf dem PC. Das heißt, wenn ihr mitzocken wollt, schreibt einfach euren Origin-Account in die Kommentare und ich adde euch dann. Hier, Spieler 1, Controller 1. Und es ist nur ein Controller eingesteckt. Also, ihr merkt schon, alles sehr profihaft bis jetzt. So. Meine Tastatur funktioniert jetzt gar nicht mehr. Kann mal was ausprobieren. Einfach mal so ein Freundschaftsspiel hier. Düsseldorf gegen Schalke. Tolle Dings. Ah, okay. Und da haben wir jetzt auch hier schon den ersten Namen. Und zwar den lieben Flonald 8. Schauen wir mal, ob man dich adden kann. Oh, meine Tastatur geht nicht mehr. Ja, super. Also, ich kann nichts tippen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Also hier wird die Tastatur, in FIFA wird die Tastatur erkannt. Wohl offiziell. Aber irgendwie geht sie nicht. Also ist ganz komisch. Ich starte mal das Spiel neu. Dann müsstet ihr jetzt kurz nichts sehen. Aber dass ich gar nichts tippen kann, ist ja schon echt krass. Also, wollen wir noch einen Test machen? Nee, Tastatur wird gar nicht mehr erkannt. Ist komplett raus. Hat sich verabschiedet. Oha, Freunde, oha.
Was mache ich denn da jetzt am dümmsten? Mal einen anderen Port einstecken vielleicht. Vielleicht bringt das ja was. Ich meine, man hört ja eigentlich, dass hier eine ausgesteckt wird. So, einen Moment. Habe ich gleich. Gerät wird eingerichtet. Das klingt gut. Ah, sie leuchtet wieder. Ja, okay, die Tastatur geht wieder. So, das ist auch schon mal die halbe Miete hier. Starten wir mal FIFA 20 neu. Dass ihr auch wieder was seht. Ich mache mal nochmal Musik rein. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin, Freunde. Alles doch überhaupt kein Problem. So, jetzt gehen wir hier nochmal in den Chat. Und dann kopiere ich mir hier den Namen mal raus. Also der liebe Flonald 8 ist auch nicht auf Origin. Im Chat hat jemand aus Versehen seinen Fernseher geschrottet. Klingt nicht so gut. Kleiner Husten. In diesen Zeiten immer besonders gefürchtet. So. Okay, hier gibt es doch gerade noch ein paar in den Kommentaren, die sich da austauschen über einzelne Spieler. Finde ich gut. So, ich probiere mal den lieben Flonald mal zu tippen, aber ich glaube Flonald 8. Ah, doch, jetzt wird es so wieder angezeigt. Okay. So, die Freundschaftsanfrage ist raus, lieber Flonald. Unser erster Gegner scheint gefunden zu sein. Du darfst annehmen. Dann machen wir mal eine Runde. Die Freundschaftsanfrage ist raus, Flonald. Das wäre ja schon mal krass, wenn wir hier ein Spiel auf die Beine kriegen. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das wisst ihr noch. Und Geduld ist eine Tugend. So, da haben wir auch schon den nächsten. Den Yannick. Den kann sich der Patte vielleicht mal notieren für später. Vielleicht unser zweiter Gegner schon. Wenn Flonald annimmt. Die Freundschaftsanfrage ist gesendet. So, ich gehe jetzt währenddessen hier schon mal auf Freundschaftsspiele. Flonald, du hast deine Chance. Ich gebe dir noch ein, zwei Minuten. Ach so, auf PC, schreibt Yannick. Ja, genau, wir spielen auf dem PC. Das hat hier schon vielen sauer aufgestoßen, dass wir auf dem PC unterwegs sind.
Wir spielen aber auf dem PC und brauchen daher Origin-Namen. Den ersten habe ich gerade eingeladen. Der müsste jetzt dann langsam mal annehmen. Da wir aber aktuell keine anderen Kontrahenten haben, geht es, denke ich, klar. Nochmal, Flonald, wir brauchen dich jetzt. Die Freundschaftsanfrage ist raus. Und an alle anderen, die jetzt gerade im Chat sind, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr macht euch in faulen Fleets während der fußballfreien Zeit. Bleibt aber fit. Flonald! Wo bist du? Wir brauchen dich. Damit sie endlich mal Fußball gibt. Wir sind doch wegen Fußball hier. Ja, Ausreden, Ausreden, Ausreden. Bei mir geht FIFA nicht. Das sind doch Ausreden, das weiß ich doch. Klar geht bei dir FIFA. Vor allem auf PC. Wir brauchen die Origin-Namen von euch in den Kommentaren. Dann füge ich euch hinzu und dann können wir zusammen zocken. Flonald, wo bist du, my man? Wir brauchen dich jetzt auf dem PC. Wenn wir jetzt gleich ein Spiel gegen Flonald haben und mein Controller dann auch geht, nicht so wie eben, dann werde ich sehr glücklich sein. Ich bin zwar PS4-Spieler, aber Origin auch. Also hast du FIFA auf dem PC, Yannick? Hast du es auf dem PC und hast du Lust, gegen mich zu spielen? Weil der Flonald meldet sich aktuell nicht. Der wollte zwar unbedingt und ich habe ihn geedit, aber er nimmt meine Freundschaftsanfrage momentan noch nicht an. Also er wird mir auf jeden Fall noch nicht angezeigt. In meiner Freundesliste. Aber hier steht Freundschaftsanfrage versendet. Wie sieht's aus, Yannick? Wärst du bereit für ein Spielchen? Macht es Sinn, wenn ich dich edde? Oh, die Mucke, ey. Ja, PC nett. Sehr kryptische Aussage. Also auf dem PC hast du FIFA nicht. Davor hast du noch geschrieben. Aber Origin auch. Aber du hast FIFA nicht. Ah ja, okay. Also sind wir wieder bei dem guten alten Flonald. Ich gehe mal davon aus, du wirst Flo heißen. Flo, reiß dich am Riemen, wir brauchen dich. Flo war vor 8 Minuten aktiv und dann ist sein Internetprovider pleite gegangen, wegen der andauernden Krise. Oder wie ist das abgelaufen? Sorry Leute, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele von euch nur auf PS4 unterwegs sind und überhaupt nicht den PC im Gebrauch haben, was FIFA angeht. Für alle, die jetzt neu dabei sind, wir suchen PC-Spieler von FIFA 20 unter euch, die gegen mich spielen wollen. Und falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ihr habt FIFA 20 auf dem PC und wollt gegen mich antreten, dann schreibt euren Origin-Namen unten in die Kommentare. Oder an der Seite, das ist hier ja, an der Seite in die Kommentare. Und ich füge euch dann in Origin hinzu und dann zocken wir eine Runde. Aber bisher haben wir leider noch niemanden gefunden, der Flo... War bislang die heißeste Spur, aber bisher... Ich hab PC. Ja, perfekt. Noah, dann schreib mir doch deinen Origin-Namen
hier in die Kommentare und dann zocken wir eine Runde. Also wenn du Origin öffnest, dann steht in dem Origin-Fenster links unten dein Name und den brauche ich. Und dann kann ich dich adden und dann zocken wir eine Runde. Weil der Flonald, der hat zwar kurz gezuckt, aber bisher hat nichts, ist nichts passiert. Trotz, dass ich ihn eigentlich geaddet habe. Also Noah, wenn du schnell bist und jetzt deinen Namen hier in die Kommentare schreibst, dann zocken wir eine Runde. Dann machen wir das. Ich suche immer noch nach einem mutigen Kontrahenten auf dem PC. Ich hoffe, dass dann auch das mit dem Controller einigermaßen klappt. Weil eigentlich ist der Controller natürlich als erstes hier erkannt. Vielleicht hätte ich das irgendwo vorher nochmal einstellen können und habe es nicht gemacht. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich bin nicht so der Online-Spieler. So, wir haben hier noch einen Kandidat, den Muffy. Wie sieht's aus, Noah? Ich möchte dir natürlich jetzt hier den Spot nicht wegnehmen. Muffy. 13, 18. Also bei Muffy finde ich leider nichts. Vielleicht auch ein PlayStation-Spieler. Freunde, das wird doch nicht so schwer sein. Irgendjemand von euch wird doch FIFA auf dem PC haben und Bock haben, gegen mich zu spielen. Dass wir mal hier endlich mal ein bisschen Action reinkriegen. Wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde drauf. Dann müssen wir das nächste Mal wirklich irgendeine Lösung mit Dings finden, mit der PlayZ eventuell, um da mehr von euch mit einzubeschließen. Aber Muffy unterstrich 1318 funktioniert bei mir nicht, wird nichts gefunden. Keine Ergebnisse. Jungs, wer von euch hat Lust, gegen mich zu spielen? Ich will mich doch blamieren. Ich habe extra den Stream für euch angehauen. Der Tobi ist auch im Chat, sehe ich gerade. Schön. Von Flonald ist immer noch keine Spur. Flonald war ja eigentlich der Messias hier. Wie ist das denn bei Flonald seinem Namen? Das sind doch vorher noch so ein Bindestrich und ein Punkt. Können die da dazu irgendwie, oder? Nicht, dass ich das jetzt hier falsch gesucht habe. Nee, aber dann findet es auch nichts. So, nochmal der Aufruf an alle. Wir wollen FIFA zusammen zocken auf dem PC. Wenn ihr FIFA auf dem PC habt und denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen, was nicht schwer ist, dann schreibt euren Origin-Namen in den Chat. Ich adde euch dann und dann zocken wir eine Runde zusammen. Der Noah ist immer noch ein möglicher Kandidat, aber bislang hat er sich nicht getraut, seinen Origin-Namen hier uns mitzuteilen. Wenn ihr Origin aufgemacht habt, steht der Name von eurem Origin-Konto links unten. Da wird euer Profil angezeigt. Patte, hat sich da mittlerweile was rausgestellt, woher der Muffy kam? Ist es dann auch ein PlayStation-Spieler gewesen?
Ich glaube, wir machen jetzt wirklich einfach mal noch so ein Game. Ultimate Team. Nee, ich bin kein Ultimate Team Spieler. Lieber Noah. Das wäre ein ganz normales Game. Also eine normale Nummer. Ich würde wahrscheinlich Schalke nehmen. Und du darfst dann nehmen, was du magst. Also kannst du auch gerne gegen Real Madrid oder Barcelona, whoever. Okay, also wir versuchen nochmal ein normales Online-Spiel zu machen. Ich versuche mal auch die Augen offen zu halten, ob ich hier irgendwo mein Gerät meiner Wahl angeben kann. Aber hier eigentlich nicht. Coop-Saisons. Saison. Spielen. Versuchen wir es nochmal. Solange keiner von euch aktuell bereit ist. Ich habe den Chat natürlich auch weiterhin hier offen. Und sehe, falls ihr was schreibt. So, das Team ist noch drin. Controller-Einstellungen. Ah, aber hier wird auch der Controller angewählt. Hier steht nichts von Tastatur. Hier passt alles. Warum muss ich dann mein letztes Spiel mit dem... Also, ich habe eine Niederlage auf meinem Konto. Mafi 1318 ist alles, was ich weiß. Ja, dann wird es wahrscheinlich auch ein PlayStation-Spieler sein. Noah schreibt, gut, ich auch nicht. Also, du bist auch kein Ultimate-Team-Spieler. Dann Noah, schreib doch dein Dings, schreib doch deinen Origin-Namen mal in die Kommentare, dann add ich dich. Dann zocken wir eine Runde. Oder kannst du nicht? Bist du gar nicht daheim oder? Na, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Gegner finden und ob diesmal auch mein Controller funktioniert. Das letzte Spiel wollte das Spiel ja unbedingt, dass ich mit der Tastatur spiele. Vor allem hier im Anzocken ging ja der Controller vorher auch noch. Also ganz, ganz merkwürdig, was da passiert ist. So, Amin Harit. Ja, da treffe ich zumindest einmal beim Anzocken hier. Okay. Fingers crossed, dass diesmal mein Controller auch genommen wird. Ja, rote Farbe, das sieht gut aus. Freunde, wir haben ein Spiel. So, bin ich ja mal gespannt, ob da auch die Verbindung dann gut ist. Wie gesagt, ich zock eigentlich nie online. Oh, das war schlecht von Weston McKennie. Muss ihn da aufgeben, den Ball. Oh, bisschen... Oh, schönes Tackling da vom Gegner. So, mal schauen, ob ich da überhaupt eine Chance habe hier. Geht es natürlich hier jetzt erstmal um die Legs ein bisschen rumzuspielen. Erstmal reinzukommen, warm zu werden, ist jetzt praktisch unser Warm-Up-Match. Oh, kleines Tackling da gegen Mascarell. Der weiß sich noch nicht ganz so... krass dagegen zu wehren. Der ist nicht schlecht, der Ball für Gregoritsch. Und dann schlägt's ein. Ein Schuss, ein Treffer, Freunde. Also ihr seht, es wird richtig hart, wenn ihr nachher gegen mich zocken wollt. Maffi lebt, aber leider nur auf der PS4. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Wir zocken jetzt hier einfach mal eine Runde online. Ist ja auch immerhin Entertainment in der ganzen Quarantäne-Sache. Ich wollte auf jeden Fall gegen euch spielen. Vielleicht kriegen wir dann nachher auch noch was hin. Schreibt mir am besten einfach euren Origin-Name in die Kommentare. Da kann ich euch adden. Und dann können wir nachher eine Runde zocken. So, erstmal hier das Tempo wieder rausnehmen. Ein paar Skill-Moves. Raus auf die Außenbahn. Harit mit viel Platz. Fake-Shot. In die Mitte. Pass. Oh! Dicke Möglichkeit. Aber in letzter Sekunde noch geklärt. Da merkt man halt,
dass die Schalker Jungs auch nicht die allerhöchsten Gesamtwertungen haben. Sind dieses Jahr richtig schlecht sogar. So schlecht war Schalke noch nie in FIFA, seit ich FIFA spiele. So, Ball für McKennie. Zu zentral der Schuss. Bislang wenig Gegenwehr von meinem Gegner. Salif Sané. Nimmt dann McKennie mit. Dann wieder in die Mitte für Benito Raman. Skill Moves. Bisschen zu weit nach außen gekommen. Habe ich ein bisschen übertrieben mit meinen Übersteigern. Oh. Dicker Leg Spike, aber läuft wieder. Ui, jetzt leckt es wieder richtig hart. Ich glaube aber nicht, dass das an mir liegt. Bei mir die Internetverbindung eigentlich stabil. Es ist gefährlich. Abgeblockt und Nübel ist da. Nastasic heute mit der Kapitänsbinde. So, hier haben wir jetzt gerade noch einen Kommentar zu Flo. Er meint, er hätte keine Freundschaftsanfrage bekommen. Bei mir stand aber auf jeden Fall dran, dass ich sie versendet habe. So, nochmal ein guter Ball für Harit. Das Tackle geht ins Leere und der Schuss passt. 2-0. Oh, was ist jetzt? Ja, der Gegner hat aufgegeben. 2-0, unser Sieg. Flo meint, er hätte keine Freundschaftsanfrage bekommen. Dann wollen wir doch nochmal schauen, ob ich da nicht irgendwas falsch gemacht habe. Flonald 8 ist der Name, nach dem gesucht wird. Flonald 8. Flonald 8. Müsste doch passen. Suchen. Flonald 8. Profil anzeigen. Die Freundschaftsanfrage wurde bereits versendet. Flonald 8. Suchen. Profil anzeigen. Freundschaftsanfrage gesendet. Also die ist rausgegangen. Ich kann nochmal abbrechen. Abbrechen. Nee, ich kann nur abbrechen und blockieren. Also die Freundschaftsanfrage an Flonald 8 ist bereits rausgegangen. Habt ihr in WhatsApp ein Bild geschickt? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird es hier richtig Hightech. Flonald 8. Nee, so sieht es bei mir auch aus. Flonald 8. Ich habe dir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mach doch vielleicht nochmal Origin auf und zu. Also mach doch am besten noch einmal FIFA auf und zu und auch Origin auf und zu. Nochmal komplett neu starten. Vielleicht kommt es dann bei dir auch an. Flonald 8 suchen. Also du wirst eine ohne Probleme gefunden und hier steht, die Freundschaftsanfrage wurde versendet. Hi, ich bin Flo. Servus Flo. Hi Flo Flo. Ja, versuche ich. Okay, super, freue ich mich. Ich kann es jetzt zwar gerade nicht im Stream zeigen, da müsste ich erst hier noch eine neue Szene anlegen, um euch das zeigen zu können, aber ich habe auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage an dich geschickt. Steht hier dick in blau auf grau. Freundschaftsanfrage gesendet an Flonald 8. Genau das gleiche Bild, wie ich vom Kollegen gerade bekommen habe. Das wäre ja ein Highlight, wenn wir hier noch ein Spiel hinbekommen. Ich schmeiß währenddessen mal nochmal die Mucke an. Dass wir nicht im Leisen sitzen. Da kommt sie.
Ja, aber ihr seht, gerade bei meinem Online-Versuch, das war ja schon nicht so schlecht. Also, habe ich jetzt schon auch ganz gut reinrasiert, würde ich sagen, mit dem 2-0. 3-0? Ne, 2-0 stand es, glaube ich. Der Gegner sofort kapituliert. Uno Momento, du bist ja mit dem Kollegen auf Instagram am Schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich wechsle hier mal kurz den Account und dann schreibe ich dir da mal. Ups. Instagram. Flo. So, ich schreibe dir mal meinen Namen, dann kannst du mich mal versuchen zu adden. Vielleicht funktioniert es besser. Warum auch immer. So, ich habe dir auf Instagram mal meinen Namen geschrieben. Ah, der Patte wollte jetzt hier das schon selber machen, habe ich jetzt aber mal gemacht. Versuch du mich mal zu adden, vielleicht geht's ja. Das Spiel erstelle aber auf jeden Fall ich. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da jetzt gleich was kommt. Ja, wenn man sich auf die Technik verlässt und dass man einfach jemanden adden kann in einem, ja, vom Prinzip her Social Media Portal. Ja, der Flohnald ist online. So, jetzt noch ab mit dir in FIFA und dann machen wir eine Runde. Jawohl, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier ein bisschen Zug rein. Sauber, Flohnald. Einer traut sich hier stellvertretend für die NBW Oberliga. Für euch alle praktisch gegen mich anzutreten. So, ein Freund ist online. Der Flohnald ist eingeladen. Wobei, hier, Halbzeitlänge 6 Minuten, Spielgeschwindigkeit normal, Mannschaftstyp individuell. Halbzeitlänge 6 Minuten, Steuerung alle einladen. Ich nehme natürlich den glorreichen S04. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob sich da jetzt was tut. Ob ich es richtig gemacht habe. Dauert noch kurz, ich beeile mich. 2 Minuten. Jetzt kannst du kannst doch hier nicht die Zuschauer hängen lassen. 2 Minuten. Ich muss ja jetzt nochmal ganz dringend auf die Toilette. Die Blase leeren. Wahnsinn. Okay, aber wir haben zumindest mal jetzt jemanden, der Lust hat mitzumachen. Das ist ja schon mal was. Also, Leute, für alle, die im Chat sind, auch für euch, ich spiele jetzt eine Runde gegen den Flo, aber das schließt niemanden aus. Das heißt, alle anderen können gerne weiterhin, wenn ihr denn auf dem PC unterwegs seid, euren Origin-Namen in die Kommentare schreiben. Und ich suche mir dann jemanden raus und dann zocken wir nachher noch eine Runde zusammen. Der nächste Kontrahent oder der erste Kontrahent wird der Flo sein. Wir spielen gleich gegeneinander. Er ist in 2 Minuten wieder da. Weniger sogar, eine Minute. Und dann zocken wir eine Runde gegeneinander. FIFA 20 auf dem PC. Ich bin mal gespannt, wie sich der Flo schlägt. Angstpipi muss raus. Ja, das muss wirklich raus. Aber wisst ihr, ich lasse einfach laufen. Ich kann euch hier nicht alleine lassen. Also falls ihr euch fragt, warum ich Schalke nehme, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auch privat Schalke-Fan.
Kannst du nochmal einladen? Ja, ich denke schon. Sitzung verlassen. Und einladen. Er ist wieder da. Hat's geklappt? Da steht was von Latenz. Jawohl, ja, da ist er. Schön. Ich freue mich. Oh, jetzt ist hier so ein Widerhall irgendwie. Gibt es da jetzt gerade einen Voice-Chat oder? Wie verstehe ich das? Also keine Ahnung, was da los ist. Latenz ist schlecht. Also ich nehme auf jeden Fall Schalke. Bin drin, schreibt Flo. Ja, dann such dir einen Club aus. Und dann legen wir los. Ich mach die Musik auch mal aus. Weil da gibt's jetzt hier gerade so einen Doppelwiderhall. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, an was das liegt. Lieber Flo, wenn du irgendein Mikrofon hast, mach das mal bitte aus. Weil irgendwie höre ich mich doppelt. So, du nimmst City, das ist cool. Ich spiele natürlich in Königsblau, ist klar. Team passt für mich. Ah, wobei, hä? Warum ist denn Caligiuri da jetzt ins Mittelfeld? Da will ich doch den Caligiuri nicht haben. Den will ich doch hier haben. Und hier will ich den Weston haben. Wo ist denn der Weston? Kenny, Kabak. Hä, warum spielt er jetzt Kabak? Was ist hier los? Wo ist Weston McKennie? Da ist Weston McKennie. Hm. So, Sané noch für Kabak. Und dann passt es für mich. Und dann legen wir los. Also ich höre mich irgendwie ein bisschen doppelt bei ihm. Keine Ahnung, was da los ist. Flo, wenn du mich hören kannst. Entweder mach Kopfhörer rein. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Wenn du Kopfhörer hast, schließ sie kurz an. Oder wenn du irgendwie ein Mikrofon hast. Keine Ahnung, über was du spielst. Dann... Ah, perfekt, oder? Ah, ne, ich höre mich immer noch. Egal. Naja, ich hoffe, euch ist da draußen, ist es nicht zu störend. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz leise. Genau, weil du hast irgendwie... Oder wir haben hier beide irgendwie so Push-to-Talk-mäßig was an. Ich schaue mal, ob man das irgendwo ausmachen kann. Einstellungen. Kamera. Visuell. Audio. Kommentator, Stadionambiente, Menü-Lautstärke, Menü-Musik-Lautstärke, aber von irgendwie Push-to-Talk-mäßig. Vielleicht läuft das über Origin. Das wäre natürlich noch dümmer. Achso, oh, sorry. Sorry, ich darf nicht rausdrücken. Ich darf nicht rausdrücken. Da geht die Verbindung verloren. Das ist ja auch doof. Sorry, lieber Flonald, da habe ich dich gerade aus Versehen rausgekickt. Wir waren doch schon so weit. Unfassbar. Ja, kein Plan. Irgendwie ist da so Push-to-Talk-mäßig irgendwas an. Ich denke mal, das liegt irgendwie an Origin.
Na, ich habe dich auf jeden Fall nochmal eingeladen. Hast du es bekommen? Ich gehe mal nochmal rein und raus. Lade dich nochmal ein. Ja, ist alles hier so ein bisschen einfach mal ein Versuch gewesen. Ob das alles klappt oder nicht. So, Flohn halt. Oder Floh. Nimm doch bitte nochmal an. Es tut mir wirklich leid. Okay, da ist er auch schon. Du kannst dir nochmal City kurz auswählen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass da so. Irgendwie es doppelt, dass ich mich da so ein bisschen selber höre, aber naja. Besser als nix. So, Mainz. Und dann haben wir wieder England. Und dann geht er rüber zu Manchester City. Und diesmal drücke ich auch nicht raus, ich verspreche es. Ist auch ein bisschen fies, dass wenn man die Anwendung verlässt, dass dann sofort die Verbindung weg ist. Leicester und Manchester. So, Trikots. Bleibt so, meine Startaufstellung passt. Ich bin bereit. Und dann können wir loslegen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das Doppeltören daran liegt, dass du keine Kopfhörer hast und irgendwie mein Sound irgendwie bei dir durch die Boxen gerade röhrt. Aber ist egal. Wir machen jetzt einfach das Beste draus. Einmal Benito Raman gegen Nübel. Zack, drin das Ding. Was glaubt ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wer wird gewinnen? Joe oder Flo? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Für wen ihr seid, beziehungsweise an wen ihr glaubt, wer hier heute das Rennen machen wird. So, los geht's. Ui, das ist aber eine leckige Angelegenheit hier. Okay, also. Spiel gut spielbar, würde ich sagen. Junge, Junge, Junge. Hoffentlich wird es noch besser. Also die Technik wirft uns hier auf jeden Fall einige Steine in den Weg. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, auch wenn jetzt gerade alles ein bisschen Slow Motion ist. Oh, ist das fies. Wow, was ist hier los? Junge, 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 ist die Verbindung schlecht. Ja, da wirft er den Ball direkt zu mir. Mal sehen, ob wir daraus was machen können. Und dann ist die Verbindung weg. Flun hat halt aufgehört zu spielen. Ja. Ich habe übrigens gewonnen. Möchte ich nur mal hier andeuten. Flow Motion, schreibt der Patte. Ja, keine Ahnung, was da los war. Das ist dann nochmal die Chance für alle anderen. Wenn ihr Lust habt, gegen mich FIFA zu spielen und FIFA 20 auf dem PC habt, schreibt mir einfach euren Origin-Account in die Kommentare. Und dann adde ich euch, dann können wir eine Runde miteinander spielen. Das war schade, schreibt Flo. Ich denke mal, wir können es auch gerne nochmal probieren. Ich weiß nicht, an was das jetzt direkt lag. Ich lade dich mal nochmal ein. Internetverbindung Müll bei dir. Also wenn du sagst, es geht nicht, dann geht's nicht.
Wäre natürlich sehr schade. Weil ein bisschen mehr Action hatten wir uns natürlich alle versprochen. Oh, da haben wir einen Namen. Da haben wir einen Namen. Ich hoffe, das ist tatsächlich jetzt ein PC-Name und kein, ja, hat es leider nicht gefunden. Lieber Joshua, bist du auf dem PC unterwegs? Oh, ich hab ihn gefunden, Freunde. Die Freundschaftsanfrage wird versendet. Vielleicht kriegen wir es dann hin, mit Joshua eine Runde zu zocken. Flo, danke dir auf jeden Fall mal, dass du es probiert hast. Finde ich super. Und lieber Joshua, ich habe an dich eine Freundschaftsanfrage versendet. Wenn du die annimmst, können wir gleich eine Runde zocken. Nice. Nice, nice, nice. Dann haben wir jetzt hier gleich unseren zweiten Gegner gefunden. Den ersten haben wir gerade schon souverän geschlagen durch einen Internetabbruch. Okay, Joshua hat angenommen. Super. So hatte ich mir das vorgestellt. Dann komm kurz in FIFA 20. Ah, hier steht dann, du spielst auch schon FIFA 20. Bei mir ist nur der Flonald aktuell online, steht hier. Schauen wir mal. Aber in Origin steht, du bist online. Spielst du gerade, oder? Bei mir steht, du bist bei Ultimate Team im Menü. Versuch mal da rauszugehen. Einfach so ins Hauptmenü rein. Ansonsten starte ich vielleicht mein Spiel gleich nochmal neu. Weil aktuell nur Flonal online. Ah, jetzt hier haben wir dich. Perfekt. Dann kriege ich jetzt endlich meinen ersten Gegner. Mach wieder die Musik aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich jetzt mal einen Gegner haben, der mich hier zerlegt. SpongeBob im Profilbild, das verspricht Gutes. Der liebe Joshua. Hast du meine Einladung bekommen? Joshua, wir spielen nicht Ultimate Team. Wir spielen nicht Ultimate Team. Wir haben anscheinend noch einen Kandidaten. Super. Auf jeden Fall dranbleiben, lieber Iker Casillas 09. Wir machen jetzt eine Partie gegen Joshua und dann schauen wir mal. Und dann machen wir noch eine Partie gegen dich. Wir spielen aber nicht Ultimate Team, wir spielen den ganz normalen Anstoßmodus, lieber Joshua. Also du brauchst nicht dein Ultimate Team sortieren. Die Einladung müsste noch stehen. Oh, ich bin hyped. Ich habe richtig Lust. Ich habe jetzt richtig Lust. Wir haben sehr viel gewartet. Alles wartet auf Joshua. Hast du die Einladung bekommen? So, soll ich nochmal schicken? Ich glaube, ich schicke die Einladung nochmal neu. So, du bist eingeladen, lieber Joshua. Und Iker Casillas, du bleibst mal dran. Dich kriegen wir vielleicht auch noch zu einer Partie direkt im Anschluss.
Und für alle anderen, die auf dem PC unterwegs sind. Oh, da haben wir ihn schon. Perfekt. Und auch hier gibt es so einen kleinen Reverb. Kannst du mich hören? Nicht sicher. Jetzt hat es auch aufgehört mit dem Ausschlag. So, die Latenz, die macht uns hier zu schaffen. Ich schaue jetzt gerade mal auch mal in meinem Programm, wie es hier aussieht. Ich habe aber eigentlich keine ausgelassenen Frames etc. Sprich, eigentlich müsste das mit dem Internet von meiner Seite aus passen. Liverpool wurde eingeloggt. Das sieht doch gut aus. Ja, da will man noch ein bisschen rascheln. Okay, mein Team passt. Ich bin bereit. Und dann haben wir jetzt hier endlich unseren ersten Gegner, der liebe Joshua. Knall ihn weg, sagt der Patte. Da bin ich immer gespannt. Ich werde wahrscheinlich jetzt so richtig auf die Fresse kriegen. Vor allem gegen Schalke gegen Liverpool ist natürlich auch eine heftige Nummer. Um es mal milde auszudrücken. Aber es wird geil. Dafür habe ich mich angemeldet. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich jetzt wieder so ein, zwei Partien, halbe Partien gespielt habe, so ein bisschen das Feuer für FIFA ist gerade wieder da. Also vielleicht da in der nächsten Zeit auch mal öfters mal ein Streamchen. Auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal Champion Joe heiße ich da auf YouTube. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Und alle, die jetzt noch nicht unten den Like-Button gedrückt haben, um auf dieses Spiel hier heiß zu machen, denen ist sowieso nicht mehr zu helfen. So, da ist der Iker Casillas. Oh, muss auf PS4 spielen, mein Bruder ist auf dem PC. Ja, wir sind aber leider nur auf dem PC unterwegs. Du kannst ja aber auch mal deinen Bruder fragen, ob er Lust hat. Dann kriegen wir das vielleicht noch gewuppt. So, und los geht's. Hoffentlich bleibt die Latenz gut. Aber das sieht auf jeden Fall schon spielbarer aus als davor. Klar, die kleinen Lags gibt es hier natürlich auch. Das wird interessant, sagt Buschi. Ja, davon bin ich überzeugt. Also ein bisschen Längen tut es hier auch. Aber deutlich besser als davor. Gerne Übersteiger von Benito Raman. Ja, aber Virgil van Dijk, den lässt man natürlich nicht so leicht aussteigen. Vor allem nicht, wenn man Benito Raman heißt. Oh, steiler Pass. Erste dicke Chance. Mo Salah war's. Also Joshua zeigt mir gleich mal, oh, wo der Hirte seine Schafe hat. Und gleich die nächste gute Chance. Gehen mit dem langen Ball. Er gleich mit zwei guten Abschlüssen innerhalb von wenigen Sekunden. Oh, ich glaube mit dem Tempo der Spieler von Liverpool komme ich hier einfach nicht hinterher. Das könnte noch richtig böse werden. Oh, der Lag. Der Lag. Bin ich halt gar nicht gewohnt, da ich nie online spiele. Bei mir läuft nochmal so ein Spiel immer auf 60 FPS. Oh, Jesus Christ. Gib mir den Ball. So. Geduldig muss man da auch sein. Keine Fehler machen. Lass den Ball jetzt auch erstmal hier ein bisschen zirkulieren. Außer es bietet sich natürlich so ein Ball an. Oh, Cipka. Flanke rein auf den kleinen Raman. Der hat dann natürlich einige Chancen, einige Probleme gegen die großgewachsenen Innenverteidiger da. Aber Joshua macht es bislang richtig gut. Ich glaube auch, dass er gute Chancen hat, das Spiel hier heute zu gewinnen. Weil wenn ich jetzt hier keinen Zug kriege ins defensive Mittelfeld... Uiuiui. Also das Spiel leckt weiterhin vor sich hin. Vielleicht liegt es auch am Stream. Oh, meine Jungs stehen sich da selber auf den Füßen, anstatt mal in die Räume zu laufen und ein bisschen was anzubieten. So, man merkt mir wahrscheinlich auch an, dass ich kein Online-Spieler bin und nicht so aggressiv draufgehe wie andere. Ich bin halt auf die KI eingestellt und spiele eigentlich immer nur gegen die. Oh, dicker Klopser.
Und da ist dann auch das erste Tor. Joshua geht hier in Führung. Und das auch nicht ganz unverdient. Hat er gut gemacht. Mané hat dann vollstreckt am Ende. Da gab es dann einen Zweikampf, in den ich nicht reingekommen bin mit meinen Mittelfeldspielern. Und das kostet dann auch gleich. Boah, die Lags sind halt schon echt heftig. Also, habe ich noch ein bisschen Probleme, mich da dran zu gewöhnen. Die Liverpool-Fans feiern schon. Jetzt stand es hier 5-0. Aber wenn Mané antritt, dann wird es auch richtig gefährlich. Es wird, glaube ich, nicht leicht für mich hier heute irgendwas zu machen. Jesus. Sommer über Harit. So, ich versuche den Flügel irgendwie mit einzubeziehen. Oh, der Fake Shot, den liest er. Hat er richtig gut gemacht da gerade in der Verteidigung. Ja, kleiner Schritt nach außen. Kann ich den bestrafen? Kein Vorbeikommen da an ihm. Ja, und dann bringt er da auch den Verteidiger rein ins Tackling. Gibt für mich den Freistoß. Ja, aber keine Gefahr, keine Gefahr. Vor allem, weil Schalke auch aktuell keine großgewachsenen Jungs hat, die da wirklich was ausrichten könnten. Nächstes Foulspiel. Da wäre er mit Gelb gut bedient. Ja. Geht, denke ich, so in Ordnung. Gelb für Fabinho. Caligiuri kann natürlich Freistöße. Das Problem ist, ich kann keine Freistöße. Ja, da muss der Torwart ran. Da muss der Torwart ran, auch wenn der richtig schlecht getreten war. Oçipka mit der Ecke. Kleine Druckphase jetzt von S04. Caligiuri. Oh, den bringt er richtig gut auf den zweiten Pfosten. Aber Raman kann damit gar nichts anfangen. Joshua an der Vorwärtsbewegung. Ja, im Lag ganz schwierig abzuschätzen, wo man dann da so ein fliegendes Tackling einbauen könnte oder nicht. Salah mit dem Rebound. Winkel zugemacht per Krätsche. Oh, McKennie, ganz schlechte Ballbehandlung. Und dann ist da die Mitte komplett offen. Und dann ist es nicht zu verteidigen. 2-0 für Joshua. Macht er richtig gut. Das macht er richtig gut. Keine Chance da für mich, nochmal in den Zweikampf zu kommen. Vor allem auch gegen die schnellen Stürmer von Liverpool. Das ist dann wie in echt. Das ist dann halt eben Schicht im Schacht. Vor allem er ist auch, das merkt man auf jeden Fall, gut im Spiel drin. Weiß, was er da tut. Auch hier keine Chance für mich, mit Bastian Oçipka da Shaqiri irgendwie gefährlich zu werden. Was macht denn Mascarell da? Bei mir stimmen halt auch die Timings nicht in den Tacklings. So dermaßen leckt. Ich weiß nicht, wie er das so viel besser macht. Ja, wir werden hier schon die ersten Wechsel angeboten. Müsste Abschluss geben. Ne, gibt eine Ecke. War wohl Nübel noch mit dran. Ja, die kommt ziemlich zentral aufs Tor. Leichte Beute für Alexander Nübel. Und der Ball nach vorne, der geht ins Nirgendwo. Ja, jetzt fängt er hier an mit ein paar kleinen Spielchen auch. Weiß schon, was er da macht. Gibt einen Wurf für mich.
Mascarell läuft sich da gut frei. Die Latenz, ganz schwierig. Schwierige Bedingungen auf jeden Fall. Ja, wenn da vielleicht noch auf Außen noch einer mitlaufen würde, ein Stürmer zum Beispiel, wäre das super. Aber ganz schwierig. Okay, mit 2:0 geht es hier in die Halbzeitpause. Völlig verdiente Führung für Joshua. Wir sehen es auch an der Statistik. Ich hatte erst einen Schuss. Er hatte dagegen schon 5 Schüsse aufs Tor. Also völlig verdiente Führung zum Halbzeitpfiff für ihn. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da in den zweiten 45 Minuten noch irgendwas reißen kann oder ob das Schiff hier vollends untergeht. Ich denke, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Aber dass ich die Nummer hier noch gewinne, unwahrscheinlich. Sag ich jetzt einfach mal. Vor allem der Lag. Ich komme damit gar nicht klar. Komm halt nicht in die Zweikämpfe rein. So, Harit über außen. Muss nochmal abbremsen. Wenn sich mal jemand anbieten würde, das wäre toll. Da ist er aber in den Standing Tackles auch richtig stark. Wie mir werden hier gerade richtig die Hosen ausgezogen. Von Joshua. Ui, gefährlich. Schönes Tackling von Gregoric. Ja. So werde ich da nicht gefährlich. Ganz schnell geht es da über Shaqiri und Sané kommt dann nicht mehr in den Zweikampf. Ja. Ja, nee, ist klar. Der fällt natürlich Shaqiri direkt vor die Füße. 3:0. Keine Chance. Aber ich habe auch das Gefühl, da bewegt sich niemand. Wenn ich hier versuche, mein Passspiel aufzuziehen, da gibt es überhaupt keine Bewegung bei den Jungs. Die bleiben alle auf ihrer Position stehen. Klar, da ist natürlich auch nichts getweakt an der Mannschaft. Ui. Krieg ich da noch ein Foulspiel? Oder was war das jetzt? Ja. Geht, denke ich, in Ordnung. Oh, da geht der Ball nicht durch die Lücke durch. Gut aufgepasst. Dadurch, dass ich natürlich immer auf Ballbesitz poche, macht er mir hier mit Liverpool das Leben schwer im schnellen Umschaltspiel. Pfosten! Dicke Möglichkeit. Harit. Ich muss da jetzt das Feld breit machen. Ja, den Ball hat er gerochen. Jawohl! Nein! Gregoric kriegt ihn nicht rein. Dicke Möglichkeit. Beste Möglichkeit für mich. Oh, den hätte ich mir gegönnt. Sorry, Freunde, aber den hätte ich mir gegönnt, dass da mal wenigstens einer irgendwie ganz billig reinfliegt. Nein, was macht denn Sané? Glück gehabt, dass es hier nicht 4:0 steht. Ball für Harit ist gut. Gregoric, gerade noch mit dem Kopf, nicht erfolgreich. Bester Schalker. Und das nicht nur nach dem Overall, sondern bester Schalker auch aktuell hier im Spiel. Oh, da lässt er mich walten, da lässt er mich walten. McKennie aus dem Rückraum wird noch geblockt. Schade. Das stand auch nicht gut zum Schuss. War so ein bisschen aus dem Stand geschossen. Sollte man ja eigentlich in FIFA vermeiden. Oczipka kommt da ins Tackling. Spielt ihn dann aber direkt zum Gegner. Keine Ahnung. Tomaten auf den Augen vielleicht. Joshua im Angriff. Bringt ihn über Salah. Und Fabinho. Und das wird gefährlich.
Nübel muss eingreifen. Oh, da haben wir eine kurze Pause. Wir haben wohl die ersten Wechsel vorgenommen. Ich wechsle vielleicht auch mal noch aus. Bringe noch Kutucu für Raman. Und ja, Schöpf vielleicht für Suazerda und tausche dann mit McKennie die Seite. Ja, aber bislang bin ich hier deutlich unterlegen. Und das auch zu Recht. Oh, am zweiten Pfosten! Firmino war's! So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die einstudierten Eckenvarianten. Oder Dusel. Eins von beidem. Aber es sei ihm ja gegönnt. Er ist ja auch klar besser als ich. Aber ein Törchen hätte ich ja eigentlich schon verdient. Muss ich sagen. Also ich hatte erst einen Torschuss. Wobei der war ja nicht mehr aufs Tor. Der war ja neben das Tor. Also, schwierig. Sehr schwierig. Oh, da geht er mit einem klasse Trick an mir vorbei. Sané fällt wie die Bahnschranke. Gut gegangen. Ey, ich komme mit dem Leck nicht klar. Ich komme nicht klar. Ich spiele den Ball nach vorne. Und das Spiel ist der Meinung, ich spiele den Ball nach hinten. Kutucu haut ihn raus. Muss jetzt aufpassen, dass es hier nicht komplett peinlich wird. Sieht aber ganz danach aus. Leckt's bei ihm denn nicht? Oh Mann. 5-0, Mané. Junge, 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 Junge. Ich werde hier richtig wegrasiert. Aber ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Wahl irgendwie. Ich kann mich gar nicht wehren. Ich will mich ja wehren. Ja, jetzt läuft es mal über die Außenbahn. Wieder geblockt. Das macht er dann einfach auch besser als ich. Bleibt da viel cooler in den Strafraumsituationen. Was nach meiner Erfahrung auch sehr wichtig ist in FIFA. Oh, was war das denn für ein Ball? Den wollte ich doch niemals so spielen, liebes Spiel. Niemals. Bei mir der Latenz absolut katastrophal. So, Salah. An Sané vorbei. McKennie in die Mitte. Puh, 6-0. Okay, also Joshua spielt auf jeden Fall in einer komplett anderen Liga wie ich. Wenn auch ich das Gefühl habe, ich kann gerade in den defensiven Momenten, wenn es so leckt, einfach nichts machen. Weil mir ja dadurch, dass ich die schlechteren Spiele habe, sowieso immer ein Schritt fehlt. Dass mir dann da so richtig die Hände gebunden sind. Fliegt der Ball einmal quer durch den Strafraum. Aber nichts zu machen. Ein verdientes 6-0 ist es am Ende. Für Joshua und Firmino mit dem Hattrick. 6 Versuche, 3 Tore. Junge, Junge, Junge. So kann's gehen. Schön war's. Danke Joshua auf jeden Fall fürs Mitmachen. Keine Revanche. Das war's. 14-2 Schüsse aufs Tor. Ich habe mein Bestes gegeben, aber das war heute nicht genug. Also, dann steht's damit ja 1-1 zwischen Community und Joe. Das erste Spiel, das dann nach 30 Sekunden abgebrochen wurde, das wurde ja zu meinem Vorteil gezählt, weil ich mehr Ballbesitz hatte. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Iker Casillas. Schauen wir nochmal rein, ob wir dich da reinkriegen. Ich versuche dich mal zu adden.
Das ist immer so ein bisschen ein Problem mit dem Kopieren. Dann nimmt es das immer nicht. Ica. Sias. 09. Ich habe hier einen Ica Casillas 095. Ach so, stimmt, wir hatten es ja von wegen, du bist ja auf der PS4 jetzt nur erreichbar, nicht auf dem PC. Wusste nicht, dass du Schalke nimmst. Ja, stimmt, die Teams waren ein bisschen unfair, aber war schon okay, hat Spaß gemacht. Du hast mich auf jeden Fall richtig heftig rasiert, was aber okay ist. Damit hatte ich eigentlich auch gerechnet, dass ihr mich fertig macht. Genau. So, wir sind schon eine ganze Weile online. Das war aber das erste vollständige Spiel, das wir geschafft haben. Deswegen ein bisschen können wir auf jeden Fall noch zocken. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, ganz einfach, wenn ihr einen PC habt. Ah, okay, hier haben wir den... Oh, den Michael Meyer! Mensch. Na, da sage ich nicht nein. Da sage ich doch nicht nein. Da sage ich nicht nein. Ja, Freundschaftsanfrage ist raus. Da sage ich nicht nein. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich die Partie schaffen kann. Lieber Michi, ich habe dir auf jeden Fall die Freundschaftsanfrage geschickt. Da sage ich nicht nein. Das wird wahrscheinlich dann noch eine krachendere Niederlage. Der Pompom-Mann. Nimmt er meine Freundschaftsanfrage an? Das ist alles, was ich mich aktuell hier fragen kann. Jawohl, da ist er. So, dann warten wir noch kurz auf FIFA. Und dann geht's hier ab. Gegen den Michi. Da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Gib alles, Joe. Ja, ich probier's. Wenn es nicht so leckt wie gerade, wenn der Michi da ein bisschen besseres Internet hat. Oder vielleicht liegt es auch an meinem Internet. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich weiß ja auch nicht, wie viel FIFA der Michi zockt. Du wirst auf jeden Fall noch nicht als online eingezeigt. Es steht auf jeden Fall aktuell 1:1 zwischen Community und Joe. Schön, dass auf jeden Fall noch so ein paar Zuschauer mit dabei sind. Freut mich, dass ihr fleißig mitmacht. So, Michi, kommst du nochmal online oder was ist da? Was ist da los? Was ist da los? So, da ist er. Da ist er. Die Einladung ist raus. Und ich erwarte natürlich jetzt den VfB Stuttgart. Da bin ich ehrlich, den erwarte ich jetzt einfach. Das muss jetzt einfach kommen. Alles andere wäre doch eine Farce. Da ist er. Da ist er. Oh, und da wird auch schon der VfB angezeigt. Das muss VfB Schalke sein. Alles andere wäre ein Witz. Latenz wackelt auch hier ein bisschen vor sich hin. Scheint aber in Ordnung zu sein. So, Teammanagement passt für mich.
Und dann haben wir hier Game Number 2 für euch. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß wie ich. Beziehungsweise Game Number 3, weil es steht ja 1-1, ganz offiziell. Da lasse ich auch mir nicht reinreden. Es steht 1-1 zwischen Community und Joe. Michi hat es praktisch für die gesammelte NBW Oberliga Junioren in der Hand, hier in Führung zu gehen. Aber ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden. Und meine königsblaue Truppe, die jetzt hier gegen den VfB ran muss. Da, mit links, Weston McKennie, reingetrümmert. Mit dem Elefantenfuß. Okay, da haben wir die Felddienstarena. Und da haben wir das Spiel. Also, viel Erfolg, Michi. Möge der Bessere gewinnen. Let's go. Oh, das läuft ja butterweich. Was ist hier denn los? Das könnte ja ein richtiges Fußballspiel werden. Wenn man hier auch mal richtig FIFA zocken kann. So, bewegt sich jetzt da auch mal einer von meinen Jungs. Haha, ein paar Tricks auspacken. Wenn das Spiel flüssig läuft, dann ist der Joe auf einmal gar nicht so scheiße. Erste Chance, erstes Tor. Ja, Mann. Reingesammelt. Ja. Habt ihr das gesehen? Nochmal rein mit dem Fake-Shot. Richtig weggenatzt beim ersten Angriff. Klar, okay, Stuttgart-Schalke kann man jetzt auch wieder argumentieren. Ungleichgewicht, aber so viel Unterschied ist da gar nicht. Schalke hat eine richtig madige Mannschaft in FIFA dieses Jahr. Da muss der Michi jetzt erstmal kommen. Da muss er jetzt hier erstmal was reißen. Drängt mich nach außen. Elfmeter! Schickt den Behaupt Spatzstuber noch nach Hause. Unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie man Elfmeter tritt. Oh, da schaut er doch den Stream. Unglaublich. Elfmeter gehalten. Aber ihr merkt, da ist Dominanz dahinter. Aktuell. Ah, da gibt es sogar Vorteil für Stuttgart. Nicht abgepfiffen. Jetzt läuft der erste Angriff für Michi. Macht das da nicht schlecht. Das wird gefährlich. Aber nicht so. Nicht so, mein Freund. So kommen wir hier erst gar nirgendwo an. Ball für McKennie. Nochmal hier ein bisschen Tempo rausnehmen. Nochmal einmal rum. Cyclen. Raman mit Gregoric. Serdar mit Mascarell. Und noch sind wir da im Geschäft. Nächstes Foul. Schiedsrichter sagt nein. Spiel läuft weiter. Aber gleich der Fehlpass von Michi. McKennie gegen den Pfosten. Nächster Hochkaräter für mich. Flanke rein. Ball kommt nicht zu Gregoric. Jetzt muss Michi liefern. Macht den Fehler. Oh, McKennie mit Übersteigern. Bleibt im Ballbesitz. Legt ihn sich auf links. Die Flanke ist nicht schlecht. Ganz flach reingebracht. Michi schwimmt hier aktuell. Aber noch steht es nur 1-0. Knappe Führung. Das sieht gut aus. Ah, da wollte ich den Ball nochmal nach außen bringen, aber keine Kontrolle. Dann auch nicht schlecht verteidigt von Michi. Oh, Gregoric setzt sich da stark durch. Oh, Flanke bleibt hängen. Kein Durchkommen da. Aber endlich mal ein bisschen Dominanz hier für mich in diesem Match. Und allgemein in den Matches gegen euch. Ja, Michi spielt mich da wie eine Fiddle.
Oh, der ist noch heiß. Fast das Fallrückzieher-Tor. Oh, dann knapp daneben. Castro war's. Junge, Junge, Junge. Muss ich natürlich langschlagen, damit er nicht abgefangen wird. Schön mit dem Trick vorbei. Klappt gleich nochmal. Caligiuri nicht im Abseits. Aber der Keeper ist dran. Als erstes. Kann parieren. Der Ball kam praktisch zu spät gespielt. Vor allem dadurch, dass es dann kein Abseits war. Oh, in der Mitte offenbart sich da eine Lücke. Sané kommt nicht in den Zweikampf. Michi wird stärker. Da wollte ich von hinten rausspielen, hab mich der Gefahr geöffnet und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Nicht unverdient für Michi. 1-1, alles wieder offen. Der verschossene Elfmeter wiegt natürlich jetzt richtig schwer. Damit auch wieder ausgeglichen im Vergleich Joe gegen Community. Aber noch ist alles möglich. Noch ist hier alles möglich. Und viel Zeit auf der Uhr. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Und der Ball zirkuliert hier jetzt richtig stark. Durch die Reihen. Oh, im Mittelfeld ist da niemand, der sich da auch nur ansatzweise zuständig fühlt für ein Tackling. Jetzt kommt Michi. Hat vielleicht auch seine Anfangsnervosität jetzt auch abgelegt. Kommt deshalb immer besser rein. Oh, der ist traumhaft gespielt. Spiel gedreht. Michi geht in Führung. 2-1. Ein paar komische Grafikfehler da bei der Hose. Was auch immer das sein soll. Vielleicht seine Unterhose zu groß. Oh, der ist weiß. Der Didavi ist in einem weißen Trikot. Bisschen in die Enge gedrängt jetzt hier. Jawohl! Und er wird nicht zurückgepfiffen. Eigentor. 2-2. Ausgleich. Und jetzt ist hier alles wieder drin, Freunde. Jetzt ist hier alles wieder drin. Insua hat ihn am Ende über die Linie gedrückt. Spannendes Match. Ungefähr gleiches Niveau zwischen Michi und mir. Und so macht es dann auch am meisten Spaß. Internetverbindung diesmal auch viel besser. Jetzt geht's richtig ab. Und Schipka zieht in die Mitte. Und dann doch wieder nach außen. Tempo komplett einmal rausgenommen und der Pass kommt nicht an. Jawohl! Und noch vor der Halbzeit steht es hier 3-2. Benito Raman krabbelt da, macht uns das Tier. Kleine Enttäuschung für alle Stuttgart-Fans da draußen. Aber der Joe ist wieder vorne zur Halbzeit. 3-2. Ganz schnell zurückgeschlagen mit einem Doppelpack. Mit einem Doppelschlag. Und Raman macht dann da das Tor. Hier sehen wir die Halbzeitstatistik. 61% Ballbesitz für mich. 5-4 Schüsse aufs Tor. 6-5 Schüsse insgesamt. 3-2 Tore. Ausgeglichene Partie. Und dass ich mehr Ballbesitz habe, ist klar. Ich spiele auch relativ ballbesitzorientiert. Das geht dann schon in Ordnung. Aber gutes Match, Michi. Sehr gutes Match. Macht das bislang ordentlich. Vor allem das zweite Tor hat mich extrem überrascht. Das war ein sehr sauberer Ball. Einmal quer durch den Strafraum. Das war bärenstark, würde ich sagen. Okay, und weiter geht's. Halbzeit 2. Kann Michi hier nochmal zurückkommen? Kann er das Spiel wieder an sich reißen?
Wie spannend wird es hier noch? Gibt es nochmal fünf Tore auch in Halbzeit 2? Das sind die wichtigen Fragen. Oh, gut abgefangen. Da war aber auch wenig Bewegung bei meinen Jungs. Schneller. Schlag von Michi. Tobi schreibt auch, Michi, ich glaube an dich, du drehst das noch Forza VfB. Und hier haben wir es schon. Gonzales mit dem 3:3. Es bleibt also extrem offen. Mein Fehlpass im Mittelfeld hat mich da einiges gekostet. Da ging es dann aber auch ratzfatz vors Tor. So, ich komme hier wieder über die Außen. Foul, Schiedsrichter! Ich habe irgendwie das Gefühl, der Schiedsrichter hat keine Lust, Foulspiele zu pfeifen, aktuell. Weil er hat mich ja nur umgerannt. Tackling habe ich da keins gesehen. Ja, gutes Tackling von Nastasic. Dann geht's raus zu Otschipka. Der nimmt die Mitte mit. Mit Serda. Auch hier Foulspiel, aber Vorteil. Jetzt hier im 1-2. Kleiner Übersteiger. Aber ein VfB-Spieler kann sich noch dazwischen werfen. Und das Ding hier wegverteidigen. Ist wieder viel zu viel Raum durch die Mitte. Und ich kriege keinen Zugriff zum Ball. Junge, 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 Junge. Dicke Möglichkeit für Michi. Da ist mir gerade schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Also Michi jetzt gerade näher dran am Treffer. Irgendwie läuft es jetzt gerade nicht so. Ich komme gar nicht in die Zweikämpfe. Michi macht das dann auch gut. Jetzt mal ein schneller Spielaufbau auf den quirligen Benito Raman. Aber noch heiß. Schwer zu kontrollieren für Gregoritsch da im 16er. Kann dann auch nicht zum Abschluss kommen. Und da ist niemand. Da ist absolut niemand. Keiner kommt in den Zweikampf. Tor ist offen, Nübel. Oh, dicker Leck. Guter Ball für Gregoritsch. Oh, kein Tor. Kein Tor. Puh, da gibt es jetzt noch nachträglich eine gelbe Karte für Askar Siba. Der spielt doch gar nicht mehr beim VfB. Was macht der da? Der Torwart mit einer Pranke noch dran. Ja, die Flanke vielleicht ein bisschen optimistisch gespielt. Oh, dass sich dann da keiner im Zentrum nochmal anbietet für so einen Ball. Das ist schon immer mein größtes Manko mit FIFA, dass die Laufwege nicht passen. Oh, und Askar Siba, der hat schon gelb. Der hat schon gelb. Und da ist die gelb-rote. Askar Siba muss vom Feld. Und so gibt es jetzt noch ein paar Minuten in Unterzahl. Währenddessen bei mir kommt jetzt noch Bulgi ins Spiel. Und Matondo. Das Spiel geht weiter. Freistoßposition dürfte nicht so gut sein. Ist ganz okay. Oh. Der kam ziemlich flach. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen höher anspielen. Eher als Flanke. Kam aber nicht so. Mal sehen, was jetzt hier in Unterzahl noch passiert.
Nächster Angriff gehört trotzdem Michi. Und Sané macht uns dann die nächste Bahnschranke. Und da ist das Tor für den VfB Stuttgart. Sané fällt da einfach um. Und dann ist das Ding wieder aus der Hand gegeben. Zweite Halbzeit nur Michi. Keine wirkliche Gefahr durch mich. Und jetzt kann er das Ding natürlich ganz langweilig nach Hause spielen. Mit dem Ballbesitz. Ja, gerade in der Defensive fehlt mir aktuell da einfach auch ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Beziehungsweise ich komme da nicht in die Zweikämpfe rein. Offensiv ist ganz okay. Bin auch nicht perfekt. Hallo? Von hinten geschubst? Und den Ausgleich geschickt bekommen, Burgstaller! Mit dem 4:4! Dicker Schnitzer von Michi. Puh. Alles wieder offen. Oder alles noch offen. Kann Michi jetzt hier in Unterzahl nochmal einen Lucky Punch setzen oder gelingt mir nochmal ein Ballbesitz? 5 Minuten sind noch zu gehen. Oh, kein schlechter Versuch. Ball nach außen auf Oczipka. 3 Minuten auf der Uhr. Oczipka, kann er sich da durchsetzen? Ja. Kriegt aber viel Druck. Bad Stuber fliegt der Ball vorbei. Matondo hat's auf dem Fuß. Trifft aber nicht. Und es gibt nochmal Elfmeter. Nein, es gibt nicht nochmal Elfmeter. Ich dachte schon, es gibt nochmal Elfmeter, Freunde. Wäre aber nicht verdient gewesen. Wäre nicht verdient gewesen. Letzte gute Möglichkeit für Michi. Und da ist der Abpfiff. Nee, doch noch nicht. Gibt noch mal eine Ecke. Kurz ausgeführt. Deutlich neben das Tor. Gibt nochmal Ecke. Und jetzt ist es vorbei. 4:4. Und es bleibt beim 4:4. Da gibt es jetzt keine Verlängerung, so wie das aussieht. Okay, also Verlängerung gibt es hier nicht. 4:4 der Endstand, sehr starke Leistung von Michi, wir sehen es auch, hatte mehr Schüsse aufs Tor, 10 Stück, hat sich in der zweiten Halbzeit auch, was den Ballbesitz angeht, nochmal rangekämpft, also das war schon richtig stark. Glückwunsch Michi, unentschieden, das heißt, wir haben immer noch keine Tendenz. Beide kriegen jetzt hier einen Punkt und damit ist es weiterhin komplett ausgeglichen. Im Kampf zwischen Community und Joe. Wobei ja natürlich, man kann über meinen Sieg streiten, aber er steht halt nur mal drin. Er steht drin, was soll ich machen? Mensch, der Kobel, schreibt er mir hier. Ja, am Ende, da wäre nochmal was drin gewesen, aber das war bis jetzt auf jeden Fall das beste Match des Tages. Natürlich, Joshuas Leistung wollen wir nicht schmälern, aber da hatte ich ja gar keine Chance im Leckfest. War ein richtiger Thriller, ja, war richtig spannend, hat Spaß gemacht. So, nächster, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Noch sind wir hier nicht durch. Ich glaube, es gab nochmal einen Kandidaten. Ich schaue gerade nochmal die Kommentare durch, finde es jetzt aber nicht.
Also wenn ihr noch Lust habt zu zocken, eine Runde FIFA 20 gegen mich. Es steht alles auf dem Spiel vom Prinzip. Es geht noch darum, gewinnt die Community oder gewinne ich. Ihr müsst auf dem PC spielen. Und dann einfach euren Origin-Namen hier in die Kommentare schreiben. Dann kann ich euch adden. Und da sehe ich gerade von Patte, da haben wir noch einen Kandidaten. Den versuche ich jetzt einfach mal zu adden. Das ist hier immer mit dem Kopieren, dann nimmt er das nicht. Das ist echt ein bisschen blöd. Kalmesilix. Also den Kollegen Patte, den du da noch geschrieben hast, den finde ich nicht. Ist unter dem Namen auf jeden Fall nicht auf Origin. Also, wenn ihr FIFA auf dem PC habt, dann meldet euch doch noch. Jetzt habt ihr die Chance, gegen mich anzutreten im One-on-One. Moselinho ist hier zum Beispiel noch in den Kommentaren. Zu Eggen. Wen zu Eggen? Was für Eggen? Beim Fußball gibt's Ecken, Patte. Ecken, keine Eggen. So, ihr habt noch die einmalige Chance auf ein finales Match. Wer dann am Ende gewinnt im Kampf Community gegen Joe. Alles, was ihr machen müsst, ist euren Origin-Namen in die Kommentare pfeffern. Wir sind natürlich jetzt auch schon echt eine Weile drauf, über 2 Stunden. Es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute im Chat. Da ist natürlich die Auswahl an Spielern relativ klein. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jetzt noch Lust hat, ein Online-Match zu machen gegen mich, jetzt ist eure Chance. Wir brauchen noch einen PC-Spieler. Haut euren Origin-Namen rein. Egal, du hast gemeint, du wirst nun den nächsten Spieler eggen. Eggen anstatt adden. Das ist die Riesenchance. Gute Mucke hast du da. Danke, danke. Eure Chance, die letzte Chance für heute. Ein letztes Match würde ich gerne noch machen, wenn sich noch jemand findet. Sonst gehen wir hier mit einem Unentschieden auseinander. Wäre auch nicht so gut. Community versus Joe. Und da haben wir nochmal einen Namen, den lieben Yassin. Probieren wir natürlich direkt aus, ob ich den hier finde. Yassin 299. Nee. Wurde nicht gefunden. Yassin 299. Leider auch nicht. Oh, 229. Pardon. Da habe ich mich vertippt. 229. Auch nicht gefunden. Also der liebe Yassin wohl nicht auf dem PC unterwegs. Schreibt doch eure Origin-Namen einfach hier in die Kommentare. Dann kann ich euch hinzufügen und dann machen wir noch ein Match. Pablo schreibt, auf geht's. Ja, ein Match brauchen wir noch. Pablo, hast du vielleicht FIFA auf dem PC? 229, ja, habe ich so geschrieben. Yassin-229, nicht gefunden. Ich kann auch hier nochmal eingeben, Yassin. Yassin mit einem S, mit zwei, nee, mit einem. Yassin, unterstrich 229, suchen, nicht gefunden. Wir brauchen noch einen mutigen Kontrahenten für ein letztes Match, das alles entscheiden wird.
Wer gewinnt, Community oder Joe? Es steht 2-1 Sieg jeweils und ein 4-4 Unentschieden gab es gegen den Michi. Wir brauchen noch einen mutigen PC-Spieler. Mal schauen, ob wir noch einen rankriegen. Wenn nicht, wird es mit einem Unentschieden in die Pause gehen und dann würden wir uns nächste Woche wiedersehen und das Duell wieder aufnehmen. Vielleicht bekommen wir da bis dahin auch die PS4 noch hier irgendwie an. Vier Spieler, das ist wirklich schade. Ich habe es leider aktuell nur auf dem PC jetzt hier vorliegen. Das heißt, wir brauchen noch einen PC-Spieler. Ich habe das Spiel auch für die PS4, aber ich habe weder einen Online-Account noch eigentlich die technischen Möglichkeiten, um das hier in Gang zu bringen. Deswegen, wir sind jetzt erstmal auf dem PC limitiert. Vielleicht lässt sich dann nächste Woche wieder was machen. Denn es wird nochmal einen zweiten Teil auf jeden Fall geben. Nächste Woche, Samstag, wieder 15.30 Uhr, wenn wir nochmal zocken. Ich kann die PS4 nicht versprechen, aber ich werde auf jeden Fall alles versuchen, damit wir da auch die PS4 dann am Start haben. Könnt ihr auch gerne so weitersagen, euren Teamkollegen. Dann probieren wir es nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Lass ein Abo bei mir da auf Ehre. Auf Ehre. Kein Mensch spielt PC. Ja gut, ich bin ja ein Mensch. Aber da hast du natürlich recht, die große Community sitzt auf der PS4. Von euch vor allem. Ganz viele PS4-Spieler. Aber wir brauchen jetzt noch einen am PC. Ein Kollege, der es auf dem PC mit mir zocken kann oder zocken möchte. Dafür einfach den Origin-Namen in die Kommentare tippen. Dann machen wir noch ein Match. Hier haben wir zum Beispiel noch den Erin. Aber der spielt auch nicht auf dem PC. Jetzt machen sich hier die Matches zusammen, Community gegen Community. Das finde ich natürlich klasse. Connectet euch, findet zusammen, zockt eine Runde auf der PS4, weil der Stream, der Hauptgrund dafür ist natürlich, wir können alle nicht raus, sitzen alle daheim und kommen so ein bisschen aus dem Alltag raus. Allgemein das Streamen in den letzten Tagen bei mir ein großer Zeitvertreib. Ich bin fast jeden Tag online gewesen jetzt in den letzten Tagen. Bei mir auf meinem YouTube-Kanal Champion Joe. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da vielleicht auch ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr auf FIFA Action Only aus seid, wie gesagt, nächste Woche Samstag wird es auf jeden Fall nochmal einen Stream geben um 15.30 Uhr. Ich hoffe dann auch mit PS4 Action. Muss da ein bisschen was rumbauen dafür. Aber kriegen wir vielleicht hin. Kann es nicht versprechen, aber vielleicht möglich. Aber jetzt suchen wir noch einen letzten PC-Spieler. Einen letzten, der FIFA 20 auf dem PC hat. Und Lust hat, gegen mich anzutreten. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Das wäre sehr cool. Ansonsten ziehen wir die Veranstaltung natürlich nicht in die Länge. Ja, ich hatte mich eigentlich auf die Rückrunde auch schon enorm gefreut. Wir hatten auch wieder einige Oberliga-Mobil-Einsätze für euch geplant. Wären, glaube ich, am ersten Spieltag, oder es war nicht der erste Spieltag, aber am ersten beim ersten Einsatz wären wir in Neckar-Elz gewesen. Das wäre natürlich cool gewesen, hätte ich mich gefreut. Wird jetzt alles verschoben. Mal sehen, wie viele Spiele noch stattfinden werden dieses Jahr. Da können wir aktuell auch noch nicht mehr dazu sagen. Es kommt ganz drauf an, wie sich die Situation in Deutschland weiter auswirkt oder entwickelt.
So, Freunde, ich würde sagen, letzte Chance. Alle PC-Origin-Spieler, letzte Möglichkeit, hier noch was zu reißen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Hier haben wir jetzt nochmal einen neuen Zuschauer gerade reinbekommen. Die Chance, gegen mich zu zocken, Community gegen Joe. Wer schlägt mich? Aktuell steht es unentschieden. Wir brauchen noch einen Spieler auf PC. Einen FIFA 20 PC-Spieler suchen wir. Na, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sind jetzt hier aktuell erschöpft, was unseren PC-Spieler-Vorrat angeht. Gut, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Hat wirklich Spaß gemacht. Ein paar nette Partien waren ja dann doch dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, nächsten Samstag wieder, 15.30 Uhr. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht es gut, haltet die Ohren steif und haltet vor allem die Füße still. Bis dahin, macht's gut, euer Joe. Ciao, ciao.